Conker antreten! Willkommen zurück zu Conker! Life and Reloaded! Willkommen im Dritten Weltkrieg. Viel Spaß hier. Wir sind als brandneuer Soldat eingetroffen hier im Kampf gegen die furchterregenden Teddys. Da haben wir sie. Wir können jetzt, oder wir sollten jetzt... Naja, es ist schwierig. So wie der Krieg halt ist, ist es nicht einfach, hier zu überleben. Auf jeden Fall, solange auf uns gefeuert wird, nichts machen. Wenn das Feuer eingestellt ist, geht's weiter. Oh Mann, ey. Hier liegen die Leichen rum. Unverhofft kommt oft. Also, ihr hättet den letzten Part sehen müssen. Habt ihr wahrscheinlich alle auch. Wie Conker in den Schlamassel reingeraten ist. Und gleich fürchterliches erleben musste. Aber gleich sind wir da. Und jetzt rennen um dein Leben. Treffen wir hier auf jemanden, oder? Ja. Hey! Wo ist der Rest von uns? Das ist es. Ich denke, ja, ich bin der einzige. Nicht genug. Es ist nicht genug. Was ist hier passiert? Teddys. Everywhere. Das ist der letzte Assault. Es sieht nicht gut aus. Teddys? Ich hasse diese Leute. Get your head down! This is crazy! Yeah, we've been locked down here for the last 10 hours! Murder hole's up there! Machine gun nests, you gotta clear them out, boy! What was that you say? Yeah, I gotta do it. But I'm not equipped properly. Yep, I think you should press B now. Ich drücke B. Okay, Soldier. Move it out. Wir treten zum Gefecht an. Conker gegen den Rest der Welt. Es ist halt wirklich so, dass wir jetzt das einzige letzte Eichhörnchen überhaupt sind. Glaube ich zumindest. Es kommt... Oh doch, es kommt noch einer. Der uns helfen kann, wird man sehen. Vor allen Dingen ist Conker jetzt nahezu alleine den Krieg gewinnen. Na, wenn es weiter nichts ist. Wir haben schon Schlimmeres erlebt in diesem Spiel. Ein bisschen Schokolade würde jetzt aber doch gut tun. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Oh, da ist noch einer. Ich krieg dich. Oh, tschüss, Mann. Haben wir jetzt alle besiegt? Achso. Schloss können wir aufschießen. Und da kommen direkt ein paar raus, ey. Damit hätte ich rechnen müssen. Eine dumme Sache. Okay, wir haben recht viel Schokolade. Ich mache euch alle kalt. Kommt her, meine Freunde. Hier ist niemand. Nein. Wir kriegen das schon gebacken. Irgendwie. Los geht's, Conker. Meine Devise, Angriff ist die beste Verteidigung, also. Los geht's hier. Oh Mann, da oben hockt einer. Boah, shit. Immer in Bewegung bleiben. Dass man nicht selbst getroffen wird. Oder ist noch irgendjemand? Ist hier noch jemand? Nee. Die Tür hat sich geöffnet, das kann nur bedeuten. Und wie komme ich da jetzt durch? Krabbeln. Juhu. Oh, das ist immer für fiese Überraschungen gut hier. Die Gefahr lauert um jede Ecke. Und die Schokolade auch. Ich bin vorbereitet. Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Hinter jeder Ecke... wartet der Feind. Und jetzt sind sogar zu viele, hey. Okay. Fuck you. Ach, komm schon. Puh. Das war sehr schwierig. Und jetzt brauchen wir einen perfekten Sprung. Das war nicht unbedingt perfekt, aber gut. Irgendwie. Solange wir da nicht nochmal reinrennen. Tja, da leidet aber die Energie sehr stark. Naja,
Hier ist Schokolade, hier ist Schokolade. Brauchen wir auch sehr dringend. Oh mein Gott, ich sehe schon, das wird nichts, ey. Und tschüss, Mann. Oh, bye, bye. Das war dann zu viel für meinen... Oh Mann, wir starten wieder hier. Das ist doch nicht zu glauben. Okay, wir werden alle Teddys ausrotten. Teddys sind böse. Na ja, gut, die werden ja anders geschrieben. Das sind wahrscheinlich andere Teddys. Dieses Laden nervt. Der lädt immer in den ungünstigsten Zeitpunkten. So, der ist auch down. Okay, los geht's. Schokolade. Ach, wir haben noch genug. Ja, dann. Hier ist auch einer. Ganz klar. Ihr könnt mich nicht schocken. Wenn ich weiß, was auf mich zukommt. Das ist aber... Okay, wir machen dich erstmal. Gefahr vorbei. Hier war irgendwo Schokolade. Sogar recht viel. Kann man die Dinger nicht abknallen? Nein. Perfekt Tisch geflogen. Aber wir dürfen jetzt nicht zurückgehen. Wir können nicht zurückweichen. Oh, tschüss, Mann. Oh Gott, sind es viele. Diesmal schlage ich mich aber sehr gut. Wolltet ihr mich überraschen? Da habt ihr nicht die Rechnung mit Conker the Animal gerechnet gemacht. Oh Mann. Das Spiel macht einen echt verrückt nach einer Weile. Ja, ja. Ich weiß. Es gibt keine ruhige Ecke hier. Shit. Komm schon. Bam. Oh je, was kommt jetzt schon wieder? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ach doch, wir werden jetzt da reingeschmissen. Glaube ich. Ihh. Ach, die komischen Roboter, die haben wir ja schon am Hafen gesehen. Und? Enorm. Enorm gefährlich. Na, wenn du wüsstest, was noch auf dich zukommt. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Nächster Bereich. Oh Mann, ey. Das ist echt, habt ihr einen echten Scheißpunkt ausgesucht, um mit mir zu kämpfen hier. War hier irgendwo Schokolade? Hier ist irgendwo Schokolade, aber die kommen eh wieder um die Ecke. Sowieso, es gibt keine ruhige Ecke. Wenn man immer mit allem rechnet, kann nichts passieren. Du bist ein Depp. Was soll das? Keine Hobbys? Das war derselbe Kerl, wie der dringend aufs Klo musste am Hafen. Sogar der arbeitet für die. Na gut, genau derselbe kann es eh nicht sein. Der tut gleich seinen Schutz hoch und dann gucken wir uns ihn mal an. Spaten. Das sind viele. Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele. Kommt doch zu stehen. Ihr Pisser. Jetzt starte ich aber wieder am Fahrstuhl. Bitte. Und sonst wäre ein bisschen zu arg. Achso, Game Over natürlich. Hm, na, ja, null Leben. Der König hat ein neues Stuhlbein, ein neues Tischbein. Was hat es eigentlich mit Conker und dem König auf sich? Auch das werden wir noch herausfinden. So, aber bitte nach der Fahrstuhlsequenz starten. Danke. Vielen lieben Dank. Oh Gott, wie wollen wir das anstellen? Kommt heraus. So ist es gut.
Ja, die laufen da rein und es tut ihnen nichts, ist klar. Okay, wenn wir uns verletzen, können wir zurückkehren und die Schoki holen. Immer volle Energie haben. Jetzt holen wir uns die beiden. Dass der Weg nicht so weit ist. Und dann werden wir es diesmal definitiv schaffen. Mensch! Ich hab gedacht, ich krieg dich noch, Spaten. Okay, du kannst aufhören. Die Wand ist schon warm. Da um die Ecke, da hinten, da kommen so viele, dass es nicht mehr schön ist. Der Flammenwerferkerl, der steht so ungünstig. Hat der eigentlich nichts Besseres zu tun? Komm, wir gehen zurück. Okay, jetzt haben wir volle Energie, also. Was soll's? Okay, haben wir nicht. Ich will volle Energie haben. Denn das Gemetzel dort hinten. Ne, ihr habt selbst mitbekommen, was da los ist. Na gut, dann warten wir halt eine Sekunde. Sinnlos mit ihren Flammenwerfern. Wenn die auf uns zugehen würden, aber so. Das spricht nicht für große Intelligenz. So, locken. Und rückziehen. Und schießen. Na, waren das so weitestgehend alle? Das war mir schon klar. Okay, cool. Oh Mann. Ich reg mich manchmal auf. Laden. Oh Gott. Jetzt ist aber Polen offen. Fuck you. So. Wir haben nur eine Schokolade verloren. Beziehungsweise jetzt wieder voll. Ja, das ist Krieg, Leute. Schlimmer ist wirklich nur der Konsolenkrieg. Die kommen jetzt wieder aus der Decke, ist klar. Die Sache wird mir zu heiß. Komm schon. Ah, hinter der Ecke kommen sie wieder. Soll ich machen? Mehr als ballern kann ich nicht. Oh, fuck you. Das sind zu viele. Ey, noch mehr. Ja, klar. Laden. Schokolade in der Nähe? Könnte ich gut gebrauchen. Natürlich. Du wolltest mir nochmal die Show stehlen, was? Okay. Kennt ihr Resident Evil, der erste Film? Also ich fand's episch. Ah, wir kommen jetzt, glaube ich, weiter. Dann kommt sicherlich die Zwischensequenz. Mal sehen. Incredible. I mean, what if you were to give this game to, say, 20 intelligent people? I mean, what would that do? Let's face it, what would it do? Really? That's interesting. What the f***? It's that bloody squirrel. Quick, into character! Perfekt, also sie sind eigentlich alle schlau, aber sie müssen sich dumm stellen. Was würden die machen, wenn 20 intelligente Leute dieses Spiel zocken würden? So, wir müssen jetzt uns hier im OP-Saal. Okay, oh mein Gott. Um uns die ganzen Ärzte kümmern, um die ganzen... Die sind aber gut, hey. Mein lieber Schwan. Die werfen mit Spritzen und alles. Die sind besser als die zuletzt. Ich krieg den verrückten Doc. Wow, 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 wow. Also ich habe irgendwie das Gefühl, den neuen Microsoft Rare-Entwicklern hat der Kriegsbereich am besten gefallen. Weil wenn es immer um Conker geht, heißt es immer Krieg, Krieg, Krieg. Der Kriegbereich war eine Demo vom Spiel, der Kriegbereich sieht man im Ladebildschirm. Der Online-Modus ist im Kriegbereich und was ist los?
Da müssen noch welche sein, aber wo? Das sehen wir im nächsten Part. Ich muss auf Pause drücken. Die Sache wird mir zu heiß. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.